finde, manche Frauen, man sollte nicht so auf denen gehen, es gibt Männer- und Frauenberufe. Es gibt auch Frauen, die sind in Männerberufen gut, sag ich mal, oder mehr, oder talentierter, oder Männer in Frauenberufen. Was heißt in Frauenberufen? Sie wissen jetzt, was ich meine, ja? So, ja, aber ist doch so. Ja. Ganz ehrlich, ich könnte auch niemals Baustelle oder so. Keinen Bock. Was geht? Ich war auch lieber ein Frauenberuf. Ich würde auch lieber mit Kindern oder so arbeiten. Ja, ohne Witz. Wenn man schon arbeiten muss. %25 Ich würde sagen 50-50. Boah, muss ich raten. 15%? Ich würde sagen 35. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber... Ja, 10% sagen wir mal. Schließt mich an. 10. 10%. Da wäre ich jetzt noch vorsichtiger, würde ich sagen, vielleicht 20%. 3-5%. 5% würde ich sagen, ja. Wenige. 5-6%. Ich glaube, nicht so viele. Ich sag mal 25%, da gehe ich ein bisschen zurück. 5%. Ich bin vielleicht mutig und sage 8. 10%? Ja. Da denke ich, sind es ein bisschen mehr. Auch 45-50%. Meine Mama ist mein Vorbild. Warum? Weil sie hat es geschafft, zwei Kinder großzuziehen und Vollzeit zu arbeiten und auch eine gute Ehefrau und Mama zu bleiben. Schätzen würde man unsere Angela Merkel vielleicht schon für ihre Leistung. Ja, Marlon Dreyer, die finnische Präsidentin, der weiß den Namen jetzt nicht, aber... Also auf jeden Fall nicht Merkel. Meine Mutter vielleicht, meine Mutter, aber sonst... Als Vorbild? Merkel vielleicht. Jennifer Lopez. Ja. Jennifer Lopez. Warum? Hammer Frau. Weiß nicht. Einfach Hammer, ja. Ja, aber jetzt mal so sinnvoll. Und sonst. Sie tut halt vieles Soziales machen. Für Kinder und so. Ja.